Hallo zusammen, ein neues Video im Fall Julia F. Und zwar darf die Julia, die ja eigentlich laut Gerichtsbeschluss schon längst bei den Eltern sein sollte, das aber nun seit über einem halben Jahr trotzdem nicht ist, weil das Jugendamt Altona-Kreis sie nicht wie im Gerichtsbeschluss angeordnet zurück zu ihren Eltern mit Behinderung gibt. Und zwar darf die Julia heute am 24.12., soweit ich erfahren habe, bei den Eltern übernachten, muss aber am nächsten Tag wieder zurück zu den sogenannten Pflegeeltern. Meine Güte, unglaublich, wie großzügig das Jugendamt doch zu Weihnachten ist und sich nicht an den Gerichtsbeschluss hält. So wie es aussieht, laut meinen Kenntnissen, und stattdessen eine Übernachtung bei den Eltern gewährt. Das ist ja ein wirklich großzügiges Weihnachtsgeschenk für zwei Eltern mit Behinderung und deren zweijährige Tochter, die, wenn ihr meine Videos zu diesem Fall seht, ja mittlerweile regelmäßig nachts wach wird und schreit und offenbar tief traumatisiert ist durch die Herausnahme bei den Eltern, die schon längst hätte rückgängig gemacht werden müssen. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr über neue Videos benachrichtigt werden wollt, dann abonniert den Freifam-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr über alle neuen Videos Bescheid wisst. Nochmal danke fürs Zuschauen und tschüss zusammen.